Heute möchten wir über eine Funktion auf Card Market reden, die vor kurzem geändert wurde, und zwar während des Presales. Und das Ganze macht das Leben als Händler noch wesentlich schwerer und das Leben als Käufer noch wesentlich leichter, beziehungsweise es macht es als Käufer noch leichter, von diesem System zu profitieren. Und ich denke mir, es ist gut, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, denn als Händler wirst du so oder so damit konfrontiert sein, und dieser Kanal dreht sich ja trotzdem auch einfach darum, wie man als Händler überlebt, beziehungsweise wie man in das Handeln einsteigt. Mein Name ist Alex von Rising Time. Und heute wollen wir über Stornierung auf Card Market reden. Aber das Ganze natürlich erst nach dem Intro. Hallo alle miteinander und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir schon wieder ein, milde gesagt, heikles Thema. Ich versuche mich nicht allzu sehr aus dem Fenster zu lehnen oder aber meine persönliche Meinung in dieses Video einzubringen. Aber wir müssen uns mit diesem Thema befassen. Und zwar gibt es zwei Dinge, die auf Card Market momentan sehr kontraproduktiv sind, beziehungsweise ein Problem verursachen. Card Market hat nämlich vor kurzem ganz offiziell Cancellations in der Presale-Phase erlaubt, beziehungsweise möglich gemacht. Und das liegt daran, dass es schon immer Probleme mit Stornierung während der Presale-Phase gab. Nur früher gab es den Button für eine Cancellation auf keiner Seite. Weder auf der Seite des Kunden noch auf der Seite des Händlers. Und das hatte halt zur Folge, dass sämtliche Stornierungen, weil es trotzdem möglich ist zu stornieren, dass sämtliche Stornierungen über den Card Market Support gehen mussten. Und diese Stornierungen sind gerade innerhalb der letzten Zeit mehr geworden. Ich gebe mal ein Beispiel, warum ein Händler stornieren möchte. Und zwar nehmen wir hier die Karte Eldritch the Golden Lord als Beispiel. Die Karte ging am Anfang 40-50 Euro im Presale und ging kurz vor Ende der Presale-Phase 80 Euro und ist danach auf 100 Euro hochgegangen. Das Ganze hat jetzt erstmal noch nichts damit zu tun, dass ein Händler raffgierig ist oder Karten teurer weiterverkaufen möchte, sondern das Ganze hat erstmal damit zu tun, dass man ein Presale anfängt, bevor man die Ware überhaupt da hat. Und dann, wenn man die Ware endlich bekommen hat, merkt man, oh verdammt, die Karte ist geshortprinteter als erwartet, ich habe zu viel gepresaled, ich muss was tun. Und wir handhaben es so, dass wir immer nur eine kleine Menge presalen, sodass wir in der Regel keine Probleme damit haben, Karten auszuliefern. Selbst beim Golden Lord haben wir auf unsere Cases genug gezogen, um alle zu beliefern, und haben halt so die Karte einfach nur weniger teuer verkauft, aber kein Minus gemacht und alles ist gut. Aber nicht jeder ist in dieser Position, handhabt das so, und man sollte auch eigentlich nicht dazu verpflichtet sein, das so zu handhaben. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für einen anderen Tag. Persönliche Meinung kommt hier jetzt ins Spiel. Wir wollen das lassen. Es sorgt auf jeden Fall dafür, dass sich Händler bei ihren Kunden melden und sowas schreiben wie: Guten Tag, es tut mir sehr leid, aber ich habe zu wenig von der Karte gezogen. Ich würde die Bestellung gern stornieren. Und manchmal trifft man hier sogar auf Verständnis. Es gibt Kunden, die Bestellungen dann stornieren. Und wirklich, more power to you, Ehre plus 500, super nice. Scheiße nur, dass man in dem Moment dann als Kunde meistens den Loss nimmt, denn die Karte bekommt man dann natürlich nicht mehr für den Preis. Das Vernünftigste, was dann in der Regel geschieht, ist, wenn ein Kunde einem die Nachricht zurückschreibt: Das tut mir sehr leid für Sie, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir die Karte nachkaufen würden, denn ich bekomme sie jetzt nicht mehr für den Preis und ich hätte sie ganz gern für den Preis. Und dann kann man sagen, okay, es wird dann ein, zwei Tage länger dauern, weil ich ein bisschen kommunizieren muss, bei Kollegen rumfragen muss, was auch immer sie selber auf Card Market bestellen muss und. Man kommuniziert das vernünftig und in der Regel kommt man sich dann überein. Dann gibt es noch die Variante, wo man beleidigt wird und lauter Hate zurückbekommt. Aber wie gesagt, persönliche Meinung, die meisten Kunden sind nicht so und das ist großartig, denn die Kunden, die so sind, sind anstrengend. Es gibt dann aber auch die andere Seite der Medaille. Und zwar nehmen wir hier Numeronennetzwerk als Beispiel. Eine Karte, die im Presale zuerst 50 Euro ging, weil jeder Händler davon ausgegangen ist, dass sie Shortprint ist, und dann am Ende nur noch 10 Euro, weil allen aufgefallen ist, oh, die ist ja gar nicht Shortprint. Wir können wesentlich mehr verkaufen. Und so ist der Markt übersättigt worden. Die Händler haben sich gegenseitig unterboten und die Karte ist massiv im Preis gefallen. Und dann gibt es die Kunden, die schreiben: Guten Tag, die Karte ist runtergegangen. Also das ist der ehrliche Kunde. Und ich habe keinen Bock, Geld zu verlieren, beziehungsweise zu viel zu bezahlen. Bitte canceln. An sich verständlich. Aber dann hat man halt so ein bisschen das Problem, hier wird mit zweierlei Maß gemessen. So, ich darf Geld verlieren und muss meine Bestellung würdigen. Mein Kunde muss sich aber an seine Bestellung nicht halten. So, und da gibt es
verschiedene Paragraphen im Gesetz, die da ins Spiel kommen. Aber auf Card Market ist es so, dass man die Cancellation auf jeden Fall annehmen muss. Und an sich auch erstmal in Ordnung. Ich bin Händler, ich mache das von Beruf. Ich lebe mit diesem Risiko, dass jemand auch canceln möchte. Ist in Ordnung. Dann gibt es die Leute, die einem Geschichten erzählen. So von wegen, die Katze hat mein Portemonnaie gegessen und jetzt kann ich die Karten nicht bezahlen oder ich brauche das Geld zurück. Was gar nicht notwendig ist, denn hier kommen wir direkt zur ersten Information. Als Händler bin ich dazu verpflichtet, jede Stornierung anzunehmen, wenn ich nicht irgendeinen wirklich triftigen Grund habe. Das heißt, wenn ihr mir einfach schreibt, guten Tag, bitte storniert die Order, die Karte ist runtergegangen, dann nehme ich die Stornierung an. Alles andere ist erstmal nicht in Ordnung. Aber diese Stornierungen haben sich, wie gesagt, aufgrund dieser beiden Beispiele immer mehr gehäuft auf Card Market und immer mehr ist unnötig über den Support geflossen. Denn sowohl Eldritch, The Golden Lord, als auch Numeron-Netzwerk ist gar nicht so lange her. Und da kann ich erstmal schon mal den Card Market Support verstehen. Sie haben nämlich dafür gesorgt, dass der Cancellation-Button jetzt auch einfach während des Presales verfügbar ist. Und das ist an sich erstmal für Card Market die richtige geschäftliche Entscheidung gewesen, weil weniger Workload pro Presale über den Support läuft. Und alles klar, ergibt Sinn. Aber jetzt haben wir es so, dass mehr Leute diese Cancellation-Funktion nutzen wollen. Und hier kommen wir zur größten Fehlkommunikation während der ganzen Sache. Denn das ist die Funktionsänderung und die macht von Card Market aus Sinn. Und ich kann den Punkt verstehen, dass ich jede Stornierung annehme. Und ich kann auch verstehen, dass ein Kunde eine Stornierung nicht annehmen möchte, wenn eine Karte gespiked ist. Alles kein Problem. Aber hier haben wir das größte Problem. Und zwar gibt es auf Card Market eine Funktion, die viele Endkunden gar nicht kennen. Und zwar die sogenannte Ready to Ship, die Versandfertig-Option. Und zwar ist es so, dass wenn man eine Bestellung presalet, wir haben die Karten zum Beispiel immer so circa eine Woche vor Release momentan. Und das bedeutet, sobald eine Bestellung reinkommt, machen wir sie fertig. Wir drucken den Brief, wir labeln das Ganze, wir verpacken die Bestellung schon, weil wir die Karten schon eine Woche vor Release haben und drücken Ready to Ship. Dann verschwindet die Bestellung bei uns in den Bezahlt-Bereichen bzw. im Presale-Bereich und rutscht in eine andere Kategorie, die zwischen Bezahlt und Versand ist. Die entsteht nur dann und da steht Ready to Ship. So, und diese Ready to Ship-Funktion hat eine knifflige Sache, eine sehr, sehr knifflige Sache, denn Kunden möchten diese Bestellung stornieren und diese Stornierung sehen wir aber nicht immer rechtzeitig. Das bedeutet, wenn ihr 10 Minuten vor Release zum Beispiel stornieren wollt, ihr könnt nicht erwarten, dass jemand um 23.50 Uhr online ist und eure Stornierung annimmt. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Und zwar sorgt diese Ready-to-Ship-Funktion Punkt 0 Uhr, wenn der Release stattfindet, dafür, dass alle Bestellungen automatisch als Versand markiert werden. Ohne dass wir da noch eingreifen können. Diese Funktion sorgt dafür, dass alles einfach als Versand markiert wird. Aber auch nicht Punkt 0 Uhr, sondern das arbeitet sich runter. Das heißt, manchmal werden die um 1 Uhr, manchmal um 2 Uhr, manchmal um 3 Uhr als Versand markiert. Manchmal auch um 6 Uhr morgens. Und das hat natürlich früher, als diese Funktionen gerade übereinander getroffen sind, für besonders viele Probleme gesorgt. Denn du musstest bis 0 Uhr warten als Endkunde, um eine Bestellung normal canceln zu können. Das heißt, bis zum Release Day, um eine Stornierungsanfrage zu senden. Aber in dem Moment, wo du die senden willst, ist die Ready-to-Ship-Funktion schon im vollen Effekt. Und markiert quasi, egal ob du mir eine Cancellation sendest oder nicht, markiert diese Bestellung dann einfach in der Nacht, während alle schlafen, als Versand. So. Und auch das ist jetzt noch ein Problem. Sagen wir mal, am Mittwoch 15 Uhr machen wir Feierabend. Und von da an checkt bis zum nächsten Tag 8 Uhr morgens oder 10 Uhr morgens niemand mehr Card Market. Das bedeutet, dass alle Cancellations, die nach 15 Uhr beantragt werden, nicht angenommen werden können und die Bestellung automatisch als Versand markiert werden. Sagen wir mal, wir haben einen Tag frei. Sagen wir mal, der letzte Arbeitstag, den wir hatten, ist Dienstag und wir arbeiten erst Donnerstag wieder. Dann werden alle Cancellations, die bis Dienstag nach Feierabend getätigt werden, automatisch nicht mehr berücksichtigt und die Bestellungen werden als Versand markiert. Und dann bekommt man als Händler sehr bösartige Nachrichten. Ich habe doch eine Cancellation requested. Ihr, was fällt euch eigentlich ein? Und das sorgt für sehr viel Clinch zwischen den Kunden und dem Händler. Weil die Position als Händler dann zu erklären, diese Ready-to-Ship-Funktion zu erklären, gerade schriftlich, das ist schwer.
Und deswegen wollte ich einfach mal eine Aufmerksamkeit, beziehungsweise etwas Aufmerksamkeit auf diese Funktionen richten und wie sie sich ein wenig kontradikten, wie sie ein wenig gegeneinander arbeiten und so zu mehr Problemen führen, als sie sollten. Das Beste, was man hier meines Erachtens nach machen kann, ist, dass die Ready-to-Ship-Funktion automatisch keine Bestellung als Versand markiert, wo eine Stornierungsanfrage gesendet wurde, sodass man am Release-Tag selber entscheiden kann. Ich als Händler muss die Cancellation eigentlich annehmen, aber es gibt gewisse Gründe, weswegen man das nicht tun muss. Das heißt, man muss diese Cancellations reviewen, sagen wir es mal so. Und diese Option wird einem nur so gegeben. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Ich hoffe, ihr habt dadurch ein bisschen mehr einen Einblick bekommen, sowohl als Endkunde als auch als Verkäufer, was Probleme während des Presales sein können. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von mir für heute. Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen mehr, wie der Presale abläuft. Ich werde irgendwann noch mal ein Video dazu machen, wie ein Presale genau eigentlich abläuft. Aber das war schon mal etwas, wo ich Aufmerksamkeit drauf lenken wollte. Macht's gut und bis zum nächsten Video.